Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Review. Vor kurzem haben wir euch ja schon einmal ein Headset vorgestellt. Heute haben wir für euch das Shox OpenCom. Und zum letzten Review möchte ich noch kurz ein paar Worte sagen. Ja, das war ein günstiges Headset und dass ich es kritisiert habe, hat manchen nicht so gut gefallen, nennen wir es einfach mal so. Fakt ist aber für mich, wenn ich ein Gerät kaufe, dann möchte ich darauf vertrauen können, dass die Angaben des Herstellers und die Werbeaussagen tatsächlich eingehalten werden. Ansonsten hat der ganze Onlinehandel keinen Sinn. Es wurde versprochen, es hat eine ausgezeichnete Klangqualität, das Mikrofon sollte perfekt sein und, und. Nichts davon hat auch nur annähernd gestimmt. Und da sind für mich auch 20 Euro einfach zu viel. So viel dazu. Heute habe ich für euch das Shox OpenCom. Hier sind wir in einer ganz anderen Preisklasse. Das alte Headset hat, wie gesagt, 20 Euro gekostet. Ich glaube, regulär kostet es um die 30 Euro. Dieses Headset kostet 190 Euro. Wir haben es, nur damit das auch gleich geklärt ist, natürlich selber bezahlt. Wir haben es nicht gesponsert bekommen. Wir haben es ganz normal online bei Amazon gekauft. So, genug dazu. Fangen wir an. Wir haben hier diese, naja, ich würde sagen, mehr oder weniger formschöne Schachtel. Die ist für mich, das wisst ihr mittlerweile, am wenigsten interessant. Mich interessiert natürlich nur das Produkt. So, der Umkarton ist weg. Wir haben hier eine schwarze Schachtel. Und hier ist etwas, das ich ehrlich gesagt überhaupt nicht brauchen kann. Und ich weiß nicht, warum man das überhaupt dazu legt, diese Tasche. Ach, sie ist groß, sie ist globig und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, diese kleinen Kopfhörer und dieses kleine Headset, besser gesagt, mit diesem Ding zu transportieren. Schauen wir mal rein. Der einzige Vorteil ist, man hat Platz für die Kabel, beziehungsweise ein Kabel, das dabei ist. Ich könnte mir hier gut vorstellen, auch einen USB-Stick oder ähnliches unterzubringen. Okay, aber die Aussparung, so wie sie ist, das verhindert für mich, dass ich damit irgendetwas Nützliches anfangen kann. Hier könnte ich mir gut vorstellen, andere Dinge zu transportieren, aber das Headset und auch weil die Form schon so vorgegeben ist, ja, es macht für mich wenig Sinn. Andere haben damit vielleicht viel Freude, kann sein. Es ist, würde ich jetzt mal behaupten, ein hochwertiges Case, für mich aber wie gesagt sinnlos. Das Kabel ist auf der einen Seite USB. Und auf der anderen Seite ein spezieller Magnetanschluss, der eben dann zum Headset passt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, warum hat er uns das Headset noch nicht gezeigt? Warum haben wir hier ein leeres Case? Ja, ganz einfach, weil ich dieses Video schon aufnehme mit diesem OpenCom Headset. So, das lege ich auf die Seite. Hier haben wir noch, ganz wichtig, die Garantiekarte. Hat die irgendjemand von euch schon mal aufgehoben? Ich frage ja nur, habe ich noch nie gemacht. Und dann haben wir hier noch, das mache ich jetzt einmal so auf, egal, die Anleitung in verschiedenen Sprachen. Wobei ich sagen muss, das ist eigentlich so simpel gehalten. Ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich habe das Headset komplett ohne Anleitung verbunden. Es gibt jetzt nichts Besonderes, einfach nur Bluetooth aktivieren, Pairing starten, Sache erledigt. Und das Pairing startet man ganz simpel, indem man hergeht und das Headset einfach nur einschaltet und die Einschalttaste 5 Sekunden gedrückt lässt. Das Shox OpenCom ist ein sogenanntes Knochenschall-Headset. Das heißt, man hat die Kopfhörer nicht im Gehörgang, sondern davor. Der große Vorteil dabei ist, man kann sich weiter auf die Arbeit konzentrieren oder auf den Verkehr. Man ist nicht so sehr abgelenkt, wie wenn man die Ohren sozusagen zugestopft hat. Das Headset trägt sich sehr, sehr angenehm. Es drückt nicht, es scheuert nicht. Nur wenn man ein Hemd oder einen Pullover mit einem hohen Kragen trägt, dann kann es manchmal passieren, dass man hinten den Bügel spürt. Ansonsten habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem damit. Das Mikrofon ist leider nicht abnehmbar. Das wäre schön, wenn man jetzt das OpenCom einfach nur als normalen Kopfhörer benutzen möchte. Aber man kann zumindest das Mikrofon ganz nach hinten drehen. So ist es relativ unauffällig und stört auch nicht, wenn man das Headset jetzt einfach nur so benutzen möchte.
Grundsätzlich also ist es nicht störend, zumindest für mich. Was die Klangqualität angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin extrem überrascht. Man trägt diesen Kopfhörer ja außen und ich habe mir nicht vorstellen können, dass das wirklich funktioniert. Ich habe das zuerst einmal versuchen können bei einem ganz normalen Kopfhörer, auch mit dieser Technologie, und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und auch bei diesem Gerät klappt es einwandfrei. Der Ton ist klar, auch Musik, Hörbücher und ähnliches, alles kein Problem, man versteht alles, es ist wirklich ein guter Sound. Und was für mich auch wichtig ist, es ist auch bei längerer Tragedauer sehr, sehr angenehm. Ein Problem, das man schon erwähnen muss, man kann jetzt nicht besonders laut Musik hören. Wenn man den Ton sehr laut aufdreht, dann fangen diese Enden zu vibrieren an. Das ist wirklich, ja, man muss schon sagen, unangenehm. Also umso lauter man den Ton dreht, umso schlimmer wird es. Und wenn man den Ton voll aufdreht, ist es zumindest für mich nicht mehr aushaltbar. Also wirklich laut Musik hören geht damit nicht. Alles andere ist gar kein Problem. Das Mikrofon hat mich besonders überrascht. Es ist sehr klein, es ist angenehm, flexibel, es stört nicht. Und es hat einen unglaublich guten Klang. Natürlich ganz klar, ich vergleiche dieses Headset um 190 Euro nicht mit dem Headset, das wir vor ein paar Wochen um 20 Euro gekauft haben. Das ist eine ganz andere Preisklasse, von daher muss man schon fair bleiben. Aber dieses Mikrofon, muss ich schon sagen, hat mich extrem überzeugt. Ich habe keine störenden Nebengeräusche, ich kann es auch da benutzen, wo es laut ist. Sehr angenehm ist auch, dass dieses Mikrofon die Lüftergeräusche von meinem Notebook herausfiltert. Egal ob Studiomikrofon oder Handy, Camcorder und auch andere Kameras oder auch das Gaming-Headset, das ich benutze für die Let's Plays, ich habe immer ein leichtes Rauschen vom Notebook-Lüfter drauf. Und dieses Rauschen ist bei diesem Headset nicht vorhanden. Das Headset hat genau drei Tasten. Wir haben hier Minus, Plus und eine Multifunktionstaste. Die Plus-Taste dient als Einschalttaste und auch zum Pairing. Ansonsten regeln wir mit Plus und Minus natürlich die Lautstärke. Und hier haben wir die Multifunktionstaste, die dient zum Beispiel zum Annehmen und Auflegen eines Anrufs. Ansonsten gibt es hier nichts zu bedienen. Und hier haben wir noch den Ladeanschluss. Kommen wir noch kurz zu den technischen Daten. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Nutzung 8 bis 16 Stunden. 16 Stunden sind es, wenn man jetzt nur rein die Kopfhörer benutzt. Sollte man auch das Mikrofon dazu benutzen, sind es ca. 8 Stunden. In unserem Praxistest mit dem Samsung Galaxy S21 waren es etwa 7,5 Stunden, wobei ich dazu sagen muss, ich habe zwischendurch auch wieder mal die Lautstärke geregelt, zwischendurch auch einmal das Headset ausgeschaltet, eingeschaltet und ich habe insgesamt dann, wie gesagt, 7,5 Stunden zusammengebracht. Beim reinen Musikhören bei dem Galaxy Tab S8 waren es knapp 15 Stunden. Also die 16 Stunden habe ich nicht erreicht. Warum auch immer, aber ich denke, für so ein kleines Gerät sind 15 Stunden Wiedergabezeit wirklich in Ordnung. Gut, ich denke, damit ist alles gesagt. Ich möchte das Video jetzt nicht in die Länge ziehen. Falls es Fragen gibt, wie immer gilt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir werden das gerne beantworten. Ansonsten sage ich euch danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.